So, hallo Leute, willkommen jetzt zum vierten Kapitel der Tales of the Monkey Island Saga, nämlich Kapitel 4, The Trial and Execution of Guybrush Threepwood. Wir sehen uns jetzt die Erinnerung an und erinnern uns daran. Das reimt sich glatt. Das hat sich gerappt. Wir sehen uns die Erinnerung an und wir erinnern uns dann daran, wie es vor ein Partner, yo. Nee, kleiner Spaß, aber ich rap auch ein bisschen. Es kann sein, dass ihr einige Rap-Videos findet auf meinem Kanal, aber seht hinher. Gegen die Piraten des später mehr. Werden die Schicksale von Guybrush Threepwood und Morgan Le Fay weit vom Kurs abgebracht, als sie von einem liebeskranken Leviathan verschluckt werden. Zur großen Überraschung von Morgan und Guybrush führt die widrige Allianz, um der Kreatur zu entkommen, zu einer echten Freundschaft zwischen dem Piraten und der Piratenjägerin. Ein Wechsel der Gezeiten, der Threepwood zu dem angeblich die Pocken heilenden Esponja Gran bringt. Aber Guybrush erkennt zu spät, dass sich ein kluger Pirat auch auf den unvermeidbaren Windwechsel vorbereitet. Als Morgan ihn hintergeht und ihn in die wissenschaftlichen Klauen des Marquis de Sarge zurückbringt. Stimmt ja, da war noch was. Wir wurden ja verkauft.29, 30.000 Silberlinge, mon petit chouchou. Wie vereinbart. Das wäre auch besser so. Sonst schneide ich mir den Rest aus deiner flauschigen Perücke. Ich habe eine Idee. Warum lässt du mich nicht gehen und ich zahle dir doppelt so viel, wie der Marquis zahlt? Blamiere dich nicht, Threepwood. Okay. Ich habe Schätze. Ich werde meine ganze Sammlung aus signierten Sextanten versteigern. Du unterschätzt so sehr den Wert davon, was durch deinen Körper fließt. Boah, ich habe eine ziemlich gute Idee. Meine Spucke allein hat mir schon mal 8000 Goldstücke auf Booty Island eingebracht. Dann willst du mit dem Wissen sterben, dass du der Wissenschaft ein unbezahlbares Geschenk gemacht hast. Endlich! Ich habe Threepwood. Ich habe die Formel. Und bald habe ich ewiges Leben. Ich bin glücklich wie ein Pinguin, der auf seinen Bauch rumrutscht. Ihr Wort so süß, was ist da los? Was ist das? Ah, es ist eine Willkommensparty. Ich hoffe, es gibt Schwarzwälder Kirsch. Guybrush Threepwood. Darauf haben wir lange gewartet. Hey, warum kriegt meine Waffen? Was? Nein, komm zurück! Dieser Quacksalber hat seine Verabredung im Piratengericht. Du mit Reagenzgläsern bastelnder Intrigant. Aber... Und dann wird der Hund hängen. Haha. Maki, du hast Pech gehabt.
Sie! Ergreift ihn! Hey, ich habe Ihnen Threepwood geliefert und Sie haben bezahlt. Wir haben hier nichts mehr zu erledigen. Das wollen wir doch mal sehen. Haha, Magie absolviert. Kapitel 4, The Trial and Execution of the Bikeverse Report. Es könnte schon sein. Kapitän Threepwood, Sie wurden nach allen Anklagen schuldig befunden und werden deshalb zum nächsten Schiff gebracht, wo wir Sie Kiel holen werden, bis Ihre Haut in Fetzen von Ihrer Blut endet. Schuldig? Aber ich wurde doch noch gar nicht angeklagt. Nein! Wo ist dieser inkompetente Staatsanwalt? Hier, Euer Ehren. Nicht der. Entschuldigen Sie meine Verspätung, Eminenz, aber der alte Stan musste in Flagrante sein Delikto und auf dem Klo musste man Schlange stehen. Entschuldigen können Sie sich später. Sie heulendes Meerwiesel, klagen Sie endlich an. Im Club 41 wird mein Grog schon kalt. Natürlich, Eure Eminenz. Euer Ehren, Piraten und Dirnen auf den Zuschauerplätzen. Hey, das sind wir! An diesem heutigen Abend werde ich ohne den winzigsten Zweifel beweisen, dass Guybrush Threepwood die Schuld an nicht weniger als 4 Verbrechen trägt. Honisch, ich dachte, es würden 3 sein. Erstens hat er sich wissentlich an einer Kneipenschlägerei beteiligt, bei der die geliebte Katze unseres Piratenältesten Hemlock McGee fürchterlich verletzt wurde. Der Galgen ist so gut für ihn. Zweitens hat während der gleichen Schlägerei der Kapitän Threepwood kochende Nacho-Soße auf das blanke Bein von der Bootsfrau Catherine Krebs geschüttet und damit eines von Flotsams hübschesten Beinen aufs hässlichste vernarbt. Haltet ihn am lebendigen Leibe! Drittens hat er sich mit Joaquin Dioro verschworen, um gefälschte Porzellan-Powerpiraten herzustellen und zu verkaufen. Und was ist mit der Verbreitung der Pocken? Und letztens hat er dieses bislang makellose X, das Flotsams neuestem Ankömmling, Killick Hartek, gehört, gefaltet, gedrechselt und verstümmelt. Was zur Hölle? Ja, das hat er mir angetan. Kapitän Threepwood, nachdem Sie diese schweren Anklagen gehört haben, wie bekennen Sie sich? Einspruch! Okay, ich bekenne mich nicht schuldig. Ich bekenne mich 1000% nicht schuldig. Besonders bei dem letzten mit dem X. Nun gut, es soll ins Protokoll aufgenommen werden, dass dieser erbärmliche, schuldige Angeklagte sich nicht schuldig bekennt. Also, wer soll Ihren armseligen Fall präsentieren? Dann vertrete ich mich wohl selbst. Kapitän Threepwood, kennen Sie den alten Piratenrichterspruch? Der Pirat, der sich vor Gericht selbst repräsentiert, hat bald einen Narren als Klienten, der Kiel geholt wird. Ja, Euer Ehren, und dieser Narr bin ich. Gut, Sie sind dran, Herr Anwalt. Hier sind deine Unterlagen, Kleiner. Gut, dann schauen wir mal. Gut, Anklagen, Kostenmissbrauch, Vorwurf des Klägers, der Angeklagten habe ein einwandfreies X ruiniert. Es ist zweifelhaft, aber nachvollziehbar. Gericht hofft, er werde nicht alles frei erfunden haben. Empfangene Strafmaß, 2 P-Strafe, Tod durch Erhängung. Kirk Raps, Angeklagte, Oberschenkelverbrecher und andere Kleinigkeit. Anstelle des Produktion der Nacho-Soße des Clubs einen 40 erschwerter Schuldennachweis, aber dem Gericht hält sehr für unwahrscheinlich, dass eine andere Mixtur Captain Cranks markante Verbrennung verursacht haben könnte. Strafenmaße 23G, Tod durch Korsett, sagt man nichts. Zeuge mit die angeklagte verbrechende Schrecken einer Katze. Die Katze des Klägers erscheint kaum interessiert, aber das Gericht hat schon viel zu viele verkrüppelte Piraten gesehen, aufgrund einer Beabendfindung eine wundersame Heilung empfohlen. Wenn diese Katze sich auch nur ein Stück rührt, ist der Prozess zu Ende. Empfangene Straßmaß, ein Wolken und Tuch durch Hundebisse. J.D. Warren.
Anklage, Fälschung von Sammlerstücken. Zeuge sagt aus und dafür selbst geringe Strafe zu erhalten. Und Gericht traut keinen Pappbaum auf. Deren Zeugnis ist nicht einmal das letzte Bestechungsbild. Empfangene Strafe, Beschlagnahme des Sextanten, Tod durch achtseitigen Würfel. Zeuge Gator Streetwood. Angeklagter wurde im Besitz eines winzigen Seeschorns verhaftet von den und behauptet, dass er die Poppen heilt. Gericht ist skeptisch, aber das Artefakt aus prinzipiellen Erwägungen konsistiert. Angeklagter war auch im Besitz eines unauffälligen Regen, wo nicht einmal die Beerdigungskosten gedeckt dürfen. So Leute, das war unser Fall. Das wollte ich nicht klicken. Und ich würde sagen, ich plädiere auf Einspruch. Abgelehnt. Scheiße! Nicht Einspruch, sondern ich plädiere auf nächste Folge, euer Ehren. Und der Ehren sagt, auch wenn er mich jetzt nicht hört, angenommen. Also wir sehen uns zur nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen. Die Sitzung ist beendet.